Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Subnautica. Wir sind hier unten im Herzstück der Alien-Gebäude und aktivieren gerade das letzte Portal. Mein Krebs hat sich da hinten mal wieder verfangen. Ich will mal, vielleicht, es gibt hier vier Portale, ja? Ich will einfach mal gucken, wo ich hier rauskomme. 241 Meter tief. Keine Ahnung. Mal gucken, wo ich hier rauskomme. Aha, ich weiß, das ist die erste Insel. Ja. Glaube ich, genau. Unten in der ersten Insel, wo wir die Pflanzbeete und sowas rausgeholt haben. Und jetzt kommen wir wieder zurück. Alles klar. Dann ist das ja hier ein ziemlich easy Eingang. Ich weiß nicht, ob die alle dahin führen. Vermutlich nicht. Ich denke mal, jeder wird zu einem anderen führen. Eins wird vermutlich zu der Zerstörungsstation führen. Eins wird vermutlich ins Lava-Castle führen. Und keine Ahnung, wo das vierte hinführen könnte. So, hier steckt mein Krebs. Ich konnte mich auf einmal wieder nicht mehr bewegen. Ich hoffe, ja, jetzt geht's wieder. Alles klar. Wir müssen noch einmal eine Etage tiefer. Wir haben nicht mehr so viel Essen und Trinken. Gut, Essen können wir uns hier beschaffen. Trinken wird ein bisschen schwierig. Ich schnapp mir hier nochmal die Ionenwürfel. Fahr mal runter. Ich trinke mein letztes Wasser. Aber wie gesagt, wir können uns ja hier wegteleportieren. Wir haben uns auch mehr oder weniger hierher teleportiert. Ich habe mich ins Lava-Castle teleportiert und zwar von der Alien-Zerstörungsplattform. Dort dockt mein Zyklop im Unterwasserhangar und da würde ich gerne auch wieder hin. Jetzt müsste ich mir halt nur mal merken, was was ist. Okay, also da geht's zum... Was? Achso, er wird wieder produziert. Sie Imperator-Becken, der Weg daneben, ja, wenn man davor steht, links daneben, der führt auf die kleine Insel. Hier ist noch ein Portal, hier ist noch ein Portal und hier ist noch ein Portal. Ich weiß aber nicht, wo die hinführen. Wir gehen mal nach unten. Hier waren wir nämlich noch nicht. Oder? Doch, hier waren wir schon. Von hier sind wir gekommen, oder? Ja, von hier sind wir gekommen, okay. Dann gehen wir mal nach oben. Dann waren wir da vermutlich noch nicht. Boah, ist das unheimlich. Obwohl, doch, hier oben war ich auch. Da war aber nicht viel, ne? Da war nur so ein Datendings. Das habe ich mir schon geholt. Oder? War hier noch irgendwas? Doch, sieht so aus, als könnte man hier vielleicht noch was scannen. Na gut, ich lasse den mal hier oben stehen. Ich hatte mir von hier Daten geholt. Mehr hatte ich nicht gemacht. Ne, dann gucken wir mal, was hier ist. Hier sieht es ein bisschen eng aus und es ist auch mal wieder ganz schön dunkel. Aber wir sind neugierig. Wir wollen alles scannen. Konservierter Fötus. Ist ja eklig. Vielleicht wollen wir doch nicht alles scannen. Von was denn? Vom Seeimperator wahrscheinlich, ja. Ja, dem scheinen sie hier ganz schön zugesetzt zu haben. Dem Seeimperator, der ist ja, habt ihr vielleicht in der letzten Folge gesehen, hier unten gefangen. Jetzt kann ich es auf einmal wieder nicht mehr scannen. Gerade eben hatte ich es noch drauf, ne? Also. Da. 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 Die ist hier unten gefangen mit ihren Eiern und hat uns halt gebeten, ihr zu helfen. Dann würde sie uns helfen. Und wir sollen nämlich mal gucken, dass wir ihre Eier zum Schlüpfen bringen und ihre Babys befreien. Das Portal haben wir schon geöffnet, wo wir die Babys rauslassen können. Jetzt heißt es halt nur noch, wir müssen dem ein bestimmtes Enzym geben, damit die Eier schlüpfen. Und den Bauplan dafür, den haben wir sozusagen auch schon. Ja, genau. Ich muss jetzt halt nur noch gucken, welches Portal hier das richtige ist. Wir nehmen vielleicht nochmal Ionenwürfel mit, oder? Ich befürchte, wir brauchen halt viele. Ich weiß nicht, wie oft man die abbauen kann. Vermutlich immer und immer und immer wieder. Wir haben auf jeden Fall hier den Frachtraum schon recht voll damit. Wir haben hier ja aber auch schon vier Stück verbraten. Und ich glaube, nochmal irgendwie eins, um zum Sea Imperator reinzukommen. Und nochmal eins, um da unten das Portal aufzumachen. Also wir haben insgesamt fünf Portale hier drin. War's das? Ja, das war's. Okay, gut. Wir hatten das ausprobiert. Jetzt probieren wir dieses Portal aus. Wir haben jetzt sozusagen gleich beide ausprobiert, die links. Ich mache es aber erstmal persönlich.
Jetzt ist die linke Seite vom Sea Imperator. Die haben wir jetzt gleich ausprobiert. Mal gucken, wo wir hier hinkommen. 303 Meter, das könnte das Richtige sein. Werden wir gleich sehen, wie nah der Zyklop ist. Nee, das ist schon wieder die kleine Insel. Aha. Okay, dann führt die linke Seite vielleicht einfach auf die kleine Insel. Dann probieren wir jetzt noch eins auf der rechten Seite aus. Wenn nicht, dann nehmen wir halt dieses hier. Ist ja auch nicht so schlimm. Müssen wir halt nur mit dem Krebsanzug wieder irgendwie zurückkommen. Es geht ja vor allem einfach darum, dass ich hier mit dem Seedrachen vor der Tür nicht unbedingt wieder mich nach draußen angeln möchte. Das ist mir ehrlich gesagt einfach zu gefährlich. So, das war links vom Imperator, geht's auf die kleine Insel. Okay. Ich sage immer kleine Insel, ich weiß nicht, ob die kleiner ist, aber das ist sozusagen die, wo nicht so viel wichtiges Zeug drauf ist, wo man als allererstes eben ist. Probieren wir die rechte Seite noch aus. Dann müssen wir mal zugucken, wie wir irgendwie dieses Enzym machen, damit die Imperator-Babys schlüpfen können. Weil dieses Enzym, soweit ich das weiß, heilt das uns nämlich von der Krankheit. Und wenn wir das nämlich, wenn wir dann geheilt sind, dann können wir nämlich die Selbstschussanlage ausmachen. Ah, das ist es wahrscheinlich, 600 Meter. Wo sind wir hier? Irgendwo im Lost River, würde ich sagen, aber... Kommt mir so total unbekannt vor. War ich hier schon jemals? Hä, wo bin ich denn hier gelandet? Das ist der Lost River. Das kenne ich überhaupt nicht. Mal gucken, was es hier noch gibt. Interessant. Irgendwo hinterm Wasserfall im Lost River. Ha. Okay, mal gucken. Super. Hey, vielleicht habe ich jetzt mal die Gelegenheit, den zu scannen, ohne dass er mich frisst. Vielleicht auch nicht. Flussstreuner. Mhm. Ja, hier an Land ist sowieso blöd für dich, ne? Danke. Okay, cool. Das kannte ich noch gar nicht, das Teil. Dann versuchen wir nochmal den letzten und vierten Ausgang. Aber wenn die linke Seite zweimal zum gleichen Ergebnis geführt hat, führt vielleicht die rechte Seite auch zweimal zum gleichen Ergebnis. Ich weiß es aber nicht. Ich guck kurz nochmal hier hinter, ob hier noch irgendwas ist. Nö. Alles klar. Wieder zurück. Ja, dann werden wir wahrscheinlich einfach die andere Insel wählen. Zur Not kann ich von daher auch wieder zurückschwimmen, wenn ich den Krebs nicht nehmen will, weil es ist ziemlich tief unter der Floating Island. Das ist die Insel, genau, die kleine, die Floating Island. Und ich kann mit dem Krebs ja eigentlich fast nur am Boden langlaufen, so ein bisschen schweben. Weg! So, jetzt probieren wir den Zugang noch. Und dann entscheiden wir uns für ein Portal und kommen hoffentlich bald wieder nach Hause. Das sieht gut aus. Das könnte es vielleicht sein. 600 war eindeutig zu tief. Und das andere war nicht tief genug. Kenne ich auch nicht. Das gibt's doch gar nicht. Das muss ja oder? Ist es der, wo wir gerade eben waren? Nee. Verrückt! Wie viele gibt's denn davon? Wahnsinn, ey. Ich bin überrascht. Ich
will kurz sehen, wo ich hier rauskomme. Ich folge einfach mal den Lampen. Ist das auch Lost River? Ha. Faszinierend. Okay, nee, hier will ich nicht raus. Wir nehmen die kleine Insel. Das scheint mir der schönste Ausgang zu sein. Aber merkwürdig, warum auf der einen Seite zweimal ein Portal in die gleiche Richtung führt und hier jedes Mal woanders hin. Jo, wird einem ja ganz trieselig. Alles klar. So, wir haben jedes Portal ausprobiert. Wir waren jetzt in jeder Etage, haben, ich hoffe, alles gescannt. Und jetzt heißt es erstmal wieder in Richtung Heimat. Und da hängt da wieder irgendwo... Es ist manchmal wirklich so dumm, ey. Jetzt muss man wieder aussteigen, mal ein paar Schritte weitergehen, wieder zurückkommen... Warum das manchmal so ist, ist mir ein Rätsel. Ist hier oben noch irgendwas? Nee, da waren wir ja schon. So, vielleicht hat das ja schon gereicht. Das ist jetzt das dritte Mal, dass mir das passiert. Welcome aboard, Captain. Ja, jetzt geht's wieder. Jetzt geht's wieder. Doch. Merkwürdig. Na gut, ich nehme... Wieder hier vorne das erste. Das habt ihr jetzt in dieser Folge nicht gesehen. Oder? Da hatte ich zuerst das ausprobiert. Ach, ich weiß es einfach nicht mehr. Wir nehmen einfach das hier. Mal gucken, wo wir jetzt rauskommen. Diesmal mit Krebs. Und ein Meter. Ne, es ist nochmal was anderes. Nö, ist es nicht. Kommt mir aber auch irgendwie nicht so bekannt vor hier. Ich hoffe, der passt hier überall durch. Ah! Hallo? Irgendwie bin ich hier auch nochmal irgendwo anders. Wo bin ich denn hier? Wir gehen mal raus. Das sind vielleicht die Versorgungsstationen, von denen der erzählt hatte. Wo ist denn meine Base? Das ist recht weit weg. Okay, dann habe ich gelogen. Ich wusste die ganze Zeit nicht, wo ich war. Gut, dann bleibt mir wohl nichts anderes übrig, als nach Hause zu laufen. Das wird ja vermutlich eine ganze Weile dauern. Nein. Naja, 1200 Meter, eigentlich geht's. Eigentlich geht's. So, unser Zyklop ist, wir können auch gucken, ob wir den finden. Der ist nämlich nur 900 Meter entfernt. Naja, aber das ist zu tief da. Nee, ich gehe lieber zu meiner Base. Dann geht es die ganze Zeit bergauf. Sollte es zumindest. Oder? Oder auch nicht. Ach, Manno. Was weiß denn ich? Meine 900 Meter kann ich zur Not ja auch schwimmen. Vielleicht mache ich das auch und hole dann den Zyklopen am Boden irgendwo wieder ab. Ah, nee.
Geh weg. Warum kann ich denn... Habe ich irgendwann mal auf F gedrückt? Ist es zu groß? Ich weiß nicht. Ich verstehe einfach diese komische Schubkanone an dem Arm hier nicht. Ich weiß nicht, wie die funktioniert. Mal schiebt sie nicht. Dann versucht sie irgendwas aus dem Inventar zu nehmen, obwohl ich eigentlich gar nicht umgestellt habe. Es ist mir ein Rätsel. Es sind ja nur noch 500 Meter. Wir sehen uns dann hoffentlich dort. Ich habe alles wieder zusammengesammelt. Ich bin jetzt doch, als es zu tief wurde und unter mir ein Leviathan war, bin ich dann lieber aus dem Krebs ausgestiegen, an die Oberfläche geschwommen, die letzten 500 Meter bis zum Zyklopen, mit dem Zyklopen zurück und habe den Krebs eingesammelt. Wäre natürlich clever gewesen, ich hätte mir mal gemerkt, wo diese ganzen Portale sind, weil das, von dem ich dachte, was es ist, das war es ja ganz offensichtlich gar nicht. Das heißt also, ich habe aber gesehen, dass auf dieser Verstreckungsplattform, da war auch auf einmal oben auf dem Dach, auf einem von diesen, da gibt es ja auch so tiefer liegende Kabinen. Ja, ja, ich weiß, ich bin gleich soweit. Ja, so ein paar tiefer liegende Gebäude und da hatte ich gesehen, dass auf dem Dach von dem einen auch nochmal ein Portal war. Das weiß ich natürlich nicht genau. So. Ein Stück runter. Alles klar. Engine powering down. Wahnsinn, ey. Juhu. So, ich werde jetzt allerdings mit dem Krebs hier nochmal aussteigen. Wir schnappen uns mal kurz hier so zwei, drei Dinger. Haps, haps, haps. Und da hängt es wieder. Haps, haps. Okay. So. Gehen wir in den Krebs rein. Und ab nach oben. Dann reparieren wir den nochmal schnell. Und nehmen meine ganzen Ionenwürfel mit, weil ich glaube, ich brauche die eher hier. Ach. Und guck mal, was wir alles für tolle neue Informationen bekommen haben. Also, erstmal reparieren. Schwupp. Okay. Nummer 5 weglegen. Dann Ionenwürfel. Yeah, wir haben auf jeden Fall mehr wieder mitgebracht, als wir ausgegeben haben. Das ist gut. Oh, ich bin auch heilfroh, wieder zurück zu sein. Jetzt ist hier doch bestimmt ein bisschen Wasser fertig geworden für mich, oder? Sehr gut. Salz brauche ich nicht mehr. Das lasse ich jetzt drin. Dann produziert der, glaube ich, keins mehr nach. Super. Okay. Wir gucken mal nach, was haben wir denn alles in Erfahrung bringen können. Also, erstmal was hatte ich? Ach, zwei davon, zwei gelbe. Ja, ich habe zwei blaue noch gebraucht. Okay. Ein neuer Bauplan. Das ist Enzyme zum Schlüpfen. Augenstängelsamen. Augenstängel habe ich im Zuchtaquarium. Seekronensamen. Ich weiß schon, wo die ist. Pilzprobe. Weiß ich ehrlich gesagt nicht, was das sein soll. Geisterkraut habe ich im Aquarium und Lampenbuschprobe. Habe ich auch nicht. Okay, aber daraus macht man offenbar die Enzyme. Ich weiß nicht, wie viel ich zum Schlüpfen brauche. Ich würde mal ein paar mitnehmen. So, wir haben haufenweise von dem Kram hier. Dieser Raum scheint ein biologisches Archiv zu sein, das mehr als 40 einheimische Eier in verschiedenen Entwicklungsstadien aufbewahrt. Durch die Passage, die du geöffnet hast, können meine Kinder diesen Ozean verlassen. Das hat uns der Seeimperator gesagt. Aber zuerst müssen sie fühlen, dass es Zeit ist, sich aus ihren Schalen zu befreien. Das konnten die anderen nicht von mir erzwingen. Mit dir teile ich das Geheimnis gerne. Meine Kinder müssen schlüpfen, um draußen zu spielen. Sie waren so lange hier drin. Die anderen bauten eine Passage zur Welt draußen. Ich bat sie um diese Freiheit, aber sie konnten mich nicht hören. Wenn du uns hilfst, gebe ich dir freiwillig, was die anderen vergeblich nehmen wollten. Ungewöhnliche passive Verhaltensmuster der Raubtiere in der Nähe festgestellt. Ursache unbekannt. Aha. Okay, wir hätten da in dem großen Becken wahrscheinlich gar nichts befürchten müssen, weil die Raubtiere eh nicht angegriffen hätten. Scans der Umgebung zeigen, dass das Wasser hier reich an einer seltenen planktonähnlichen Lebensform ist, die von den organischen Überresten, welche von umgebenden Ökosystemen erzeugt werden, abhängig ist. Mhm. So, was haben wir hier noch? Bist du hier, um zu spielen? Andere kamen einmal hierher. Sie bauten diese Wände. Sie spielten allein. Sie langweilten mich. Nun sind sie fort und stattdessen haben wir dich. Wir sind neugierig, ob du mit der Strömung schwimmst oder dagegen ankämpfst, so wie sie es taten.
Übersetze örtliche fremde Übertragung. Warnung, Impfstoff, Entwicklungsprogramm abgebrochen. Imperator, Eibrutprojekt abgebrochen. Lebende Exemplare eliminiert. Gebäude sofort räumen. Ich bin, was du suchst. Möchte dir helfen. Ja, okay. So, was haben wir denn hier? Um Gottes Willen, einheimische Lebensform, Tiere, Fleischfresser, Flussstreuner. Aha, okay, der ist das. Gut, nicht so wichtig. Mach's zu. Fortgeschrittene Theorien. Der Lebenszyklus des Seeimperators. Es wird jetzt hauptsächlich wohl eine Lesefolge werden bei dem ganzen Kram. Verfügbare biologische Daten wurden verwendet, um die Auswirkung des fremden Bakteriums auf den natürlichen Lebenszyklus des Seeimperators zu simulieren. Wahrscheinlich lebten diese Tiere in der Umgebung der Ozeangräben des Planeten und zogen dort in kleinen Herden umher. Sie kamen an die Oberfläche, um zu riesigen Vorkommen an Mikroorganismen im seichten Wasser abzuernten. Die Größe der Herden konnte stark vom verfügbaren Nahrungsangebot bestimmt worden sein. Nachkommen trennten sich wahrscheinlich in jungen Jahren, um anderswo eigene Herden zu bilden. Angesichts ihrer geringen Population waren Paarung und Eiablage wahrscheinlich selten, vielleicht einmalige Ereignisse im Leben. Die Tiere hatten vermutlich ein bevorzugtes Eiablagegebiet. Tatsächlich könnte eine erfolgreiche Brut von solchen Bedingungen abhängig gewesen sein. Angesichts der Seltenheit dieser Ereignisse ist es unmöglich, diese Bedingungen genau zu berechnen. Es gibt keine Hinweise, welche die Annahme unterstützen, dass alle Tiere in dieser Art dem fremden Bakterium gegenüber immun waren. Falls doch, gibt es Hinweise darauf, dass die Freisetzung des Bakteriums das Leben auf dem Planeten dezimierte und dies katastrophale Auswirkungen auf das Nahrungsangebot und die Überlebensrate des Imperators hatte. Das symbiotische Verhältnis zwischen diesem Exemplar und anderen Lebensformen entstand wahrscheinlich als direktes Ergebnis der bakteriellen Infektion. Die Lebensformen, die gelernt hatten, den Imperator am Leben zu erhalten, überlebten mit dessen Hilfe. Dies wäre eine Erklärung für die weiten Gebiete leblosen Ozeans im entfernten Umkreis des Standortes des Seeimperators. Die Eier des Seeimperators. Schale. Ungewöhnlich harte Schale. Also hier, so sehen sie aus, ja. Das organische Wachstum auf der Außenseite ist ein Hinweis dafür, dass diese Eier hunderte, vielleicht tausende von Jahren alt sein könnten. Fremde Röhren. Fremde Geräte durchdringen die äußere Schicht der Schale und sind wahrscheinlich dazu gedacht, sie mit Nährstoffen zu versorgen und sie von der Umgebung zu isolieren. Fruchtblase. Wie viele Eier auf 4546b enthalten auch diese keine Nährstoffe, die der Embryo langsam verbraucht. Stattdessen existieren sie in einer Art natürlichen Stase und warten auf angemessene Bedingungen zum Schlüpfen. Fötus. Es gibt eine hohe genetische Übereinstimmung zwischen diesen Organismen und dem Leviathan in der Nähe. Sie scheinen stabil und gesund zu sein. Es ist wahrscheinlich, dass die idealen Bedingungen zum Schlüpfen von diesen idealen Bedingungen für das Überleben des Elterntiers erheblich abweichen. Enzyme zum Schlüpfen. Das ist das, was wir halt unbedingt brauchen. Die Eier des Imperators sind an eine Art Brutkasten angeschlossen. In einem normalen Lebenszyklus scheint es wahrscheinlich, dass Seeimperator ihre Eier in seichten Gebieten vergraben hätten, wo verschiedene organische Mineralien im Boden ihre Schlupfreaktion ausgelöst hatten. Der Brutkasten legt nahe, dass die Fremden auf die Entwicklung künstlicher Schlüpfenzyme zurückgegriffen hatten, die die natürlichen Schlüpfumgebung der Eier simulieren sollten, aber sie waren nicht in der Lage, die Formel festzustellen. Und wir wissen sie einfach so. Mit umfangreichen Informationen über den Seeimperatoren selbst kann es immer noch möglich sein, ein künstliches Schlüpfenzym unter Verwendung von einheimischen Zutaten herzustellen. Jedoch könnte die einzige erhaltene Quelle dieser Information der Seeimperator selbst sein. Okay, dann hat sie uns vielleicht gesagt, was wir brauchen. Enzymtragende Glubscher verlassen die Sicherungseinrichtung. Ja, man konnte doch hier noch irgendwie nach unten, deswegen ich dachte, es gibt noch eine Ebene. Die Abflussleitungen sind voller Glubscher auf dem Weg zurück zur Oberfläche. Die Exemplare zeigen keine Symptome einer Infektion. Alle gescannten Exemplare tragen das Enzym 42 in sich, das offenbar das Bakterium hemmt. Ihre Mägen sind ansonsten leer, was darauf hindeutet, dass sie den Inhalt vor dem Eintritt in die Leitung entleert haben. Beurteilung: Sollten die Glubscher die Fähigkeit entwickelt haben, das Enzym über die Leitungsnetze zu verteilen, kann dies zum Teil erklären, wie das Leben auf 4546b seit dem bakteriellen Ausbruch überlebt hat. Glubscher auf dem Weg in,
in die Sicherungseinrichtung. Die Leitungen durch die Wasser in Sicherungseinrichtungen fließt, sind voller Glubscher von der Oberfläche. Die Fische zeigen keine Anzeichen von Stress. Die gescannten Exemplare haben alle große Mengen an Samen und organischen Materialien von der Oberfläche verzehrt. Einige Exemplare zeigen Anzeichen einer beginnenden Infektion. Siehe Imperator Eierschale. Zusammensetzung der Schale. Die Schale besteht aus dicken Schichten von Kohlenstoffverbindungen, was auf eine ausgedehnte Schwangerschaftsdauer hinweist. Diese Leviathanart könnte nur einmal pro Jahrhundert Nachkommen haben, vielleicht nur einmal in ihrem Leben. Einschnitte in der Schale. Die präzisen Einschnitte weisen darauf hin, dass mit einem lasergestützten Werkzeug die Eierschale aufgeschnitten und dem Fötus zwangsweise von den vollständigen Heranwachsen entfernt wurde. Analyse. Der Zeitdruck, einer bakteriellen Innenstoff herzustellen, könnte die fremden Forscher dazu gebracht haben, dieses Ei aufzuschneiden und den Fötus zu Studienzwecken zu entnehmen. Das sind die Sachen, die wir da, den Fötus, den wir gescannt haben und so. Es ist ebenfalls möglich, dass dem Jungtier von seinem Elterntier und natürlichen Lebensraum getrennt einige lebenswichtige Bedingungen zum natürlichen Schlüpfen nicht mehr erfüllt wurden konnten. Sie Imperator Fötus. Genau, da liegt er, der arme Kleine. Er wurde konserviert, in einer Vitrine gefunden und war möglicherweise ein junges des Erwachsenenexemplars, das in dieser Einrichtung festgehalten wird. Physiologie. Die oberflächige Verwundung des Exemplars zeigt, dass es gewaltsam aus seinem Ei entfernt wurde. Und unterentwickeltes Gewebe weist darauf hin, dass der Organismus während der Entnahmevorgangs verstarb. Gewebeproben wurden dem Verdauungstrakt entnommen. Analyse. Es scheint, dass die Fremden versuchten, aus den Enzymen, die der Verdauungstrakt des Exemplars produzierte, ein Heilmittel für das Bakterium herzustellen. Oder ein junges, gesundes Exemplar waren diese Bemühungen vergebens. Ja. Okay, kam hier unten noch was? Nee. Okay, die hätten wir alle schon mal. Jetzt haben wir hier noch diese ganzen Daten-Downloads. Um Gottes Willen. Wir fangen mal mit 1 an. Das ist am wenigsten. Ionenwürfelfabrikator. Das ist natürlich cool. Diese Maschine scheint die Quelle des Rohmaterials zu sein, aus dem die Ionenwürfel hergestellt werden, mit denen die kleinen fremden Systeme betrieben werden. Da sie wahrscheinlich Energie direkt aus dem Hauptwärmekraftwerk bezieht, könnte diese Maschine eine fast unerschöpfliche Energiequelle darstellen. Sehr gut. Das heißt, wir kriegen immer wieder Würfel daraus. Forschungsdaten über den Seeimperator. Größenkategorie wurde zur Unterstützung dieser Tierart nach oben korrigiert. Ernährung und Verdauung. Fremde Forschungsdaten zeigen, dass sich diese Tierart trotz ihrer Größe ausschließlich von Mikroorganismen ernährt, die sie aus dem Wasser filtert. Diese sind ihrerseits auf ein kompliziertes Ökosystem aus pflanzlichem und tierischem Leben angewiesen. Fortpflanzung. Große eierstockähnliche Organe liegen in der Körpermitte, was darauf hinweist, dass sie wie andere Arten auf diesem Planeten Eier produziert. Inneres Narbengewebe weist jedoch auf eine mögliche Unfruchtbarkeit hin. Enzym 42, das ist das Wichtige, was wir brauchen. Der Imperator stellt Enzym 42 in seinem Magen her, um seine Nahrung zu verdauen und gibt es gelegentlich in das umgebende Wasser ab. Es wurde festgestellt, dass diese Substanz die Auswirkungen des Bakteriums neutralisiert. Seine Gegenwart im Ökosystem würde heute erklären, wie das Leben auf dem Planeten den Ausbruch überstand. Es blieb weiterhin offen, wie das Enzym verteilt wird, ja, über die Glubscher. Gesundheit. Vergleichende Analysen der Größen- und Stoffwechselraten zeigen, dass das von den Forschern gefangene Exemplar etwa 1600 Jahre alt war. Umfangreiches inneres und äußeres Narbengewebe weist darauf hin, dass es über die maximale Lebensspanne seiner Art hinaus gut gelebt hat. Beurteilung. Ein gesundes Imperator-Exemplar hatte möglicherweise ein gewisses Potenzial für eine Heilung geboten. Es ist aber unwahrscheinlich, dass irgendein Forschungsobjekt das Quarantäneverfahren überlebt hat. Der Arme. Ja, wir lesen, glaube ich, nicht alles vor, aber also Ventilatorkontrolle ist, glaube ich, jetzt nicht so wahnsinnig wichtig, wie das da funktioniert, aber das Enzym 42 zum Beispiel. Laut den übersetzenden Datenprotokollen wurde eine einheimische Leviathanart entdeckt, die eine einzigartige Substanz produziert, die als Enzym 42 bezeichnet wird und die Symptome der bakteriellen Kara-Infektion bei anderen einheimischen Organismen hemmt. Das Exemplar wurde gefangen und in einen eigens dafür gebauten Lebensraum für weitere Studien aufbewahrt. Die fremden Forscher waren sehr bemüht, die Umweltbedürfnisse der Lebensform zu erfüllen, inklusive dem Einbringen voneinander abhängigen Pflanzen und Tieren. Also ich glaube nicht, dass wir die ganzen Pflanzen, die wir brauchen, dort finden. Dann würden die Eier ja von alleine schlüpfen. Pflanzen und Tieren.
durch ein Sprungtor vor Ort. Trotzdem verschlechterte sich ihr Zustand schnell. Als die Quarantäne verhängt wurde, wurden alle Sprungtore und Kraftfelder versiegelt. Alle Versuche, das Enzym zu einem Impfstoff zu entwickeln, waren erfolglos geblieben. Bis wir gekommen sind. Hahaha. Artefakte. Also antikes Schwert. Okay. Ja. Biomaterie Partikulator. Okay, das sind wahrscheinlich einfach Sachen, ich lese das jetzt nicht, ihr könnt es euch ja selber durchlesen, von verschiedenen anderen Völkern. Also ich meine, das Schwert, das sieht ja aus, als wäre es für einen Menschen gemacht, ne? Fremdartige Schnitzerei. 100.000 Jahre alt. Yin und Yang, könnte universal sein. Mhm. Fremde Skulptur. Fremder Baustein. Das waren die Sachen, die überall in diesen Vitrinen waren. Holographischer Projektor. Ha. Nanobots? Ja, das sind die kleinen Viecher, glaube ich, ne? Scans zeigen irgendeine Form von fortgeschrittenen Nanobots in diesen scheinbar leeren Vitrinen. Diese Bots sind erheblich kleiner als alle, die innerhalb... Ach nee, muss auch in der Vitrine gewesen sein. Innerhalb der Föderation entwickelt wurden. Und es ist unmöglich, ihre exakte Funktion zu bestimmen. Es wäre jedoch unklug, sie freizulassen. Rudimentäre Tafel... Vielleicht haben sie daraus ihre eigenen entwickelt. Sensorimplantat und Übersetzungsgerät. Okay, cool. Wir haben alles durchgeklickt und das meiste davon auch gelesen. So, wir haben jetzt auch gesehen, wie man das Enzym herstellt. Das brauchen wir definitiv. Und was ist das? Das ist es, ne? Das Enzym, genau. Augenstängel, wie gesagt, habe ich hier. Geisterkraut habe ich auch hier. Könnte ich nochmal draußen in Beet pflanzen. Lampenbuschprobe, puh, weiß ich jetzt nicht. Seekronensamen, ich glaube, die sind irgendwo da, wo dieser Baum steht, mit den tollen Rochen und so. Pilzprobe habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, was das sein soll. Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge versuchen wir mal das nächste Modul für unsere Rakete zu bauen, damit, sobald wir geheilt sind, wir hier auch direkt abhauen können. Das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig. Und auch wenn das sehr leseintensiv war, hoffe ich dennoch, es hat euch gefallen. Ihr könnt mir wie immer gerne ein Like da lassen. Hier seht ihr es, hier ist das Geisterkraut, hier ist das Augenzeug. Ja, ihr könnt mir gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt... Let's play Subnautica. Bis dann. Ciao, ciao.